Servus, liebe Kinderautoren. Ja, schön, dass ihr mir reinschaut. Es weihnachtet sehr und auf kinderautor.de könnt ihr auch die Bastelanleitung für diesen wunderschönen, ungewöhnlichen Adventskranz finden. Wir gehen einen Schritt weiter und basteln heute mit dem Taschenmesser, ja in dem Fall Fadenmesser, um keine Schleichwerbung zu betreiben, sage ich jetzt nicht, dass es Moranife aus Schweden ist. Okay? Machen wir jetzt. Basteln wir diese wunderschönen Anhänger in Christbaum-Silhouette. Dazu braucht ihr folgendes: Eisstäbchen, die sind von mir alle natürlich selber leer gegessen, die gibt es auch so zu kaufen. Dann Pompons oder weiß ich was, alles Tolles glitzert, auch solche Aufkleber. Dann eine feste Schnur, um damit den Aufhänger festzumachen. Ein Stück Karton, Holzleim, Schere, Kleber und Taschenmesser oder Fahrtenmesser, in dem Fall aus Schweden, auch sehr, sehr gut von der Qualität. Legen wir los, wir arbeiten hier in Echtzeit und im Gegensatz zu den Herrschaften von Outdoor Cots, die nur auf so doofe Links aus sind, geht es uns um die Sache. Ihr werdet auch keine Links bei uns finden, weil wir so einen Mist nicht mitmachen. So, wir legen gleich mal los. Als erstes bauen wir uns den Christbaum, das geht ratzifatzi, mit dem Holzleim. Dazu schneiden wir mit dem Taschenmesser ein Stück von dem Eisstäbchen zu. Zack, brechen das dann ganz elegant ab. Holzleim hat den Vorteil, das Ganze geht etwas schneller als der normale, übliche Kleber. Deswegen verwenden wir heute Holzleim. So, da wieder etwas hin. So, ich drehe es jetzt gleich so, dass ihr es sehen könnt. Unser Tannenbaum hat somit schon seine Form gefunden. Dann nehme ich ein Stück Pappe. Ihr könnt auch braune hernehmen, wie wir es hier gemacht haben. Ich habe jetzt goldene Glitzerpappe. Da schneiden wir jetzt den Stamm draus. Einfach etwas Kleber unten ran. Und wir schieben das Ganze unter unseren Tannenbaum. So da. Und jetzt kommt es richtig dick. Jetzt kommt das, was die Kinder lieben. Wir verzieren dieses Ding. In dem Fall nehmen wir diese Pompons her. Die könnt ihr aufkleben, wie ihr lustig seid und wie es euch am besten gefällt. In allen Farben und Formen. Und ihr seht selber, wenn ihr auf die Uhr schaut, wir brauchen immer noch keine 5 Minuten, um diese tolle Bastelei mit den Kindern zu machen. Ideal auch für Gruppenstunden oder für einen Kindergeburtstag in der Vorweihnachtszeit. Bastelt mit den Kindern diese schönen, ansprechenden Christbäume. So, der wird jetzt gleich fertig dekoriert. Und alles, was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich ein Anhänger. Ich lasse den jetzt allerdings noch trocknen, dass der Holzleim klebt. So, noch ein Anhänger dazu gebastelt. Wir nehmen die Schnur. Wir nehmen unser gutes Schwertmesser, einen Schnitt, verknoten das Ganze an den beiden Enden miteinander. Zack, führen die Schlinge einmal durch. Na, Parkinson's hat ja der Papst, also ich muss mich nicht schämen dafür. Und ziehen das Ganze zusammen und der Anhänger ist da. So, und so könnt ihr das Ganze dann schön an den Baum hängen. Bitteschön. Das lasse ich jetzt noch trocknen. Ihr könnt auch einen Baum basteln, ohne das Ganze zuzuschneiden. Einfach ein gleichschenkliges Dreieck. Oder wie war das nochmal? Denkt es mal nach, wenn ihr halbwegs aufgepasst habt im Matheunterricht. Also wir nehmen jetzt mal das gleichschenkliche Dreieck her. Wenn ihr es sehen wollt, bitte euer Bier einfach auch wieder hier jeweils an die Spitzen von unseren Eisstäbchen etwas Leim drauf. Wir filmen immer noch in Echtzeit, meine Lieben. Fertig ist der Baum. Ich nehme wieder ein Stück von der goldenen Glitzerpappe, mache daraus wieder meinen Baumstamm. Normalen Kleber. So, klebt es unten fest. Ich drehe das einfach mal schnell rüber, dass ihr es besser seht. So, und mit dem machen wir jetzt ganz minimalistisch. Also jetzt der Baum hat bereits seinen Stamm. Und jetzt machen wir es völlig minimalistisch.
wir nehmen jetzt einfach diese silbernen Pfeifenputzer und wickeln den um unseren Baum herum. Und ihr seht immer noch, wenn ihr auf die Uhr schaut, für diese Bastelei, ihr braucht wirklich keine 5 Minuten und das Ganze ist fertig. So, jetzt zerlegt es gerade das Ganze etwas munter, nicht so schlimm. So, ihr seht selber, da ist jetzt ein Christbaum, der hat Schwung und den hängt man sich doch gern selber an den Baum an Weihnachten. Und fertig ist unser zweiter Christbaum. Und ihr seht selber, liebe Kinder, auch darum, wir haben jetzt 4 verschiedene Anhänger. Jeder hat was für sich. Die Kinder sollen selber entscheiden, wie sie es basteln wollen. Es ist sehr, sehr kurzweilig. Es geht sehr flott dahin. Ihr braucht wirklich ganz wenig Material. Ihr könnt ja zum Beispiel auch Knöpfe verwenden, was immer ihr wollt. Glitzer, Leim. Es gibt wirklich viele, viele Sachen, die ihr verwenden könnt, um daraus einen wunderschönen Christbaum-Anhänger zu basteln. Wir haben noch weitere tolle Ideen für euch, wie ihr Christbaum-Anhänger herstellen könnt auf kinderauto.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Schaut einfach rein, ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft uns gerne abonnieren. Über 245.000 Leute können sich bekanntlicherweise nicht irren. Vielen Dank fürs Reinschauen. Schaut wieder vorbei auf kinderauto.de. Wir haben es nämlich draußen und wir sind wirklich draußen mit den Kindern unterwegs und wir basteln unsere Sachen und tun es nicht nur mit Shutterstock-Fotos über die Runden retten. Also, vielen Dank fürs Reinschauen. Macht es gut, eine schöne Adventszeit. Servus, pfiat euch.